Und dann geht's ja gleich los. Der Heimauftakt für Schwarz-Gelb. Und zum ersten Mal, ich habe es angesprochen, Aachen gegen Düren auf Liga-Ebene. Bis vor ein paar Jahren noch fast undenkbar. Heute ist es Realität. Bei besten äußeren Bedingungen, Sonnenschein hier in Aachen mit ein paar harmlosen Wolken. Gut und gerne 25 Grad. Ein für Regionalliga-Verhältnisse herausragender Rasen, würde ich sagen. Und dann kann es losgehen. Anschluss für Düren in den weißen Trikots von links nach rechts in der ersten Halbzeit. Die Alemannia traditionell in den schwarzen Trikots mit ein wenig Gelb von rechts nach links. Wipper führt mit Özwein im engeren Austausch. Ball kommt rein. Und da ist er drin. Das 1:0 für den ersten FC Düren. Es ist Wipper führt. Der sich gerade noch mit seinem Gegenspieler ein wenig angelegt hat. Und jetzt den Ball irgendwie, ich glaube mit dem Oberschenkel, über die Linie drückt. Siebte Spielminute. Markus Wipper führt. Der Schiedsrichter muss noch mal kurz intervenieren. Kurzuschek. Janis Held am zweiten Pfosten. Da ist die Chance! Und es ist Lukas Wilton mit dem Ausgleich. Alemannia Aachen schlägt zurück. Ähnliche Vorgeschichte wie beim Tor von Düren. Der Eckball und dann Gewurstel. Im Strafraum, Janis Held macht den Ball nochmal scharf und Lukas Wilton, der Innenverteidiger, hält den Kopf rein. Ist da aber auch Mutterseelen allein am 5-Meter-Raum an der Kante. Und schon haben wir hier Gleichstand. Ah, den kriegt er, der Maiko Wosu. Und den leitet er auch gut weiter, Omer Basic. Ball bleibt heiß. Flanke ist auch nicht verkehrt. Wipper für Salman und Yannick Bangso. Das sieht flüssig aus, was die Dürener da spielen. Wipper führt. Das sieht sehr flüssig aus. Brasnic, jetzt ist oben sehr viel Platz. Der Ball kommt auch durch. Omer Basic mit der großen Chance. Aber Elsa Medramai kommt da im letzten Moment noch dazwischen. Bongo. Das ist ja eine Ringeinlage gegen Dennis Becker. Taktisches Foul, gelbe Karte. Thema erledigt. Eine sehr ordentliche Distanz. Der Innenverteidiger hat aber letztes Jahr hin und wieder aus ähnlicher Distanz getroffen. Ich erinnere mich da an Wegberg Beek auswärts im Frühjahr. Uzelak, Doppeltorschütze per Freistoß. Da war es ein bisschen näher, glaube ich. Er versucht es trotzdem. Uzelak, was für ein Strahl! Unglaubliches Tor. Franco Uzelak in seiner Kerndisziplin Freistoß. Den sieht Yannick Theissen nur fliegen. Jetzt hier aber alle aus den Sitzen. Wir gucken noch mal drauf. Der schlägt rechts oben im Winkel ein. Franco Uzelak. Und da ist aber auch überhaupt nichts zu machen für Yannick Theissen. Unglaubliches Tor. Alemannia Aachen. Stand jetzt mit dem Sieg, aber da ist der Ausgleich. So schnell kann es gehen. Janis Becker und natürlich fällt auch dieses Tor nach einer Standardsituation.
Das Glück wird nur kurz. Der holpert ins lange Eck. Yannick Bangso. Ein intensives erstes Lokalderby auf Regionalliga-Niveau. Scheint unentschieden zu enden. So ist es. In diesem Moment pfeift er ab. Jasmin Sabotic. 2:2 zwischen Alemannia Aachen und dem Aufsteiger, dem ersten FC Düren, nach sehr intensiven 93 Minuten. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.